Bequem erreichbar mit dem Auto, atemberaubende Aussichten und alpine Atmosphäre gibt es auf der höchsten Erhebung Schleswig-Holsteins, genannt Bungsberg. Die Zugspitze des Nordens misst sensationelle 168 Meter über normal Null. Und los geht's! Dann endet der Weg urplötzlich an einem monumentalen Bauwerk, das an den Turmbau zu Babel erinnert. Tatsächlich ist es aber ein Fernsehturm. ...1977 nahm die Deutsche Bundespost den 179 Meter hohen Fernsehturm in Betrieb. Auf ca. 42 Metern Höhe befindet sich eine Aussichtsplattform. Über viele Stufen gelangt man durch das unheimlich anmutende Treppenhaus im Turminneren auf für norddeutsche Verhältnisse fast unglaubliche 210 Meter über normalen Höhe. Geht's eigentlich noch höher, zumindest für autorisierte Personen sogar mit Fahrstuhl. Für alle anderen geht's durch eine Schiebetür zur Aussicht. Der Bungsberg ist ein beliebter Aussichtspunkt, von dem man bei guter Sicht die Ostsee sowie weite Teile Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommern sehen kann. Beim Bungsberg handelt es sich um eine eiszeitliche Endmoräne. Vor rund 10.000 Jahren konnten die Gletscher ihn aufgrund seiner Höhe nicht überwinden, umflossen ihn daher und bildeten einen Urtag. Lange Zeit machte die Einrichtung auf dem Bungsberg einen verwahrlosten Eindruck. Jetzt ist alles frisch herausgeputzt. Seit 2014 entsteht ein Naturerlebniszentrum mit neuer Gastronomie. Der denkmalgeschützte Elisabethturm steht etwas abseits, 22 Meter hoch. Auch wenn der Fernmeldeturm alles überragt, gibt es noch den eigentlichen Gipfel. Nordisch zurückhaltend, schlicht Kuppel genannt.
eigentlichen Bergspitze steht ein Granitpfeiler der dänischen Gradmessung, die um 1838 ausgeführt wurde. Im Winter ist der Bungsberg Schleswig-Holsteins einziges und damit nördlichstes Wintersportgebiet mit einem Schepplift, sofern Schnee liegt. Und das kommt viel zu selten vor.